Boah, ich fühle mich wie so, weiß ich nicht, alt. Ich fühle mich alt. Ausgesucht habe. Genau so soll man das eigentlich nicht aufmachen. Mir sind die Kartoffeln übelst verbrannt. Das Problem ist, wir saßen in Reihe 1, weil nichts mehr frei war. Guck mal! Deborah ist am Start! Und irgendwas ist heute. Und jetzt habe ich auch richtig nice Sachen gefunden. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin Sophia und ich habe wieder ein neues Video für euch. Und zwar einen kleinen Daily Vlog mit Trainingseinblicken. Ihr wisst ja, ich bin gerade in meiner Marathonvorbereitung, mache aber auch noch mein Krafttraining dabei. Also das gute alte Hybrid-Training ist am Start. Okay, wir können diesen Begriff, glaube ich, alle nicht mehr hören. Aber ich nehme euch einfach ein bisschen mit durch meine Tage. Und es geht natürlich los mit Frühstück. Leute, ihr wisst, das Bagel mit Avocado und Ei sind am Start. Ich habe noch Ziegenfrischkäse drauf. Ich liebe das einfach. Und ich habe den Bagel jetzt sogar mal von einer Bäckerei geholt. Das ist so ein Bagelladen hier in der Nähe. Bin ich sehr, sehr gespannt, beziehungsweise ich habe schon einmal abgebissen. Das war sehr lecker. Sonst hole ich die Bagel tatsächlich immer bei Edeka oder Penny. Nur, dass ihr das wisst, weil ich kriege immer die Frage, wo ich meine Bagel hole. Und ich hole die eigentlich immer einfach aus dem Supermarkt. Es ist zwar nicht jetzt so crazy, sage ich mal, wie New York oder so ein krasser Bagel, aber ich glaube, das findet man hier auch einfach nicht. Ich werde das jetzt erstmal essen, mich ein bisschen fertig machen und dann starten wir in den Tag und in das Training. Mal gucken. Irgendwie habe ich nicht so ganz damit gerechnet, dass es so doll regnet. Also, wie wir das mit dem Laufen machen, weiß ich noch nicht so ganz. Aber ja, da schauen wir einfach mal. Ich habe mir gerade schon meine Sportklamotten angezogen und habe mir erstmal ein Iced Coffee gemacht. Irgendjemand von meinen Nachbarn, der bohrt hier. Also ich weiß nicht, ob man das hört im Video, aber falls ihr mal so bohren, hämmern, I don't know, was er da macht, hört, dann wisst ihr, das ist von meinem Nachbarn. Und jetzt werden wir erstmal wie jeden Morgen meine Skincare machen. Ich habe richtig Bock. Ihr wisst, ich liebe meine Skincare. Und wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, dass meine Haut viel, viel besser geworden ist. Also wirklich crazy, wie gut die eigentlich geworden ist. Jetzt ist sie komplett ungeschminkt. Ich habe gerade hier so ein bisschen... Aber ich schiebe das jetzt einfach mal auf den Stress und nicht auf meine Skincare oder so. Wir machen einfach ganz normal weiter. Wir versuchen uns nicht zu viel darüber Gedanken zu machen. Und ein bisschen Musik. Deborah ist am Start. In Southern California. But I'm allergic to the rain. What happened to euphoria? So, Freunde, ich bin jetzt vom Training zurück und ich habe ein Paket von HelloFresh bekommen und das werden wir jetzt erstmal zusammen aufmachen. Ich habe es mir ja schon in den letzten Vlogs ein bisschen anmerken lassen, dass ich aktuell eine etwas stressigere Phase habe, weil mein Trainingspensum so hoch ist. Es ist alles so neu mit dem Marathontraining und mit dem Lauftraining. Und ja, ich glaube, wir alle kennen das, dass man mal so eine stressigere Phase im Leben hat oder einfach zu wenig Zeit hat, um einkaufen zu gehen und dann irgendwie nur die Sachen isst, die in dem Kühlschrank rumschwirren, Essen bestellt en masse oder sich einfach irgendwo Döner holt. Ich finde, dafür gibt es auch immer eine gewisse Zeit. Man kann das mal machen, aber irgendwann merkt man selber, okay, ich hätte mal wieder Bock auf irgendwie frisch gekochtes Essen, was Neues oder ja, einfach eine schöne Mahlzeit. Wisst ihr, was ich meine? Also, was ich für wilde Essenskombinationen in den letzten Tagen gegessen habe, das will auch keiner wissen. Auch richtig random. Das geht nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt was von HelloFresh ausgesucht. Bei HelloFresh könnt ihr euch nämlich ganz, ganz viele verschiedene Gerichte aussuchen und könnt die dann kochen. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich hier ausgesucht habe. Genau so soll man das eigentlich nicht aufmachen. Das ist der Vorführeffekt. Boah, das sieht richtig gut aus. Und zwar habe ich mir diese beiden Gerichte hier ausgesucht. Rinderhüftsteak mit Tomaten-Hirtenkäsehaube. Dieses Haube macht es auch direkt zum 5-Sterne-Essen. Und Gyros mit griechischem Salat und Hirtenkäse. Hier steht auch direkt drauf, wie lange die Zubereitung circa dauert. Dann haben wir nämlich hier, deswegen wollte ich es auch schnell auspacken. Also hier sind die Sachen drin, die ihr dann relativ schnell in den Kühlschrank packen müsst. Also ihr könnt das auch ein paar Stunden vor eurer Haustür zum Beispiel stehen haben. Ihr könnt auch immer einen Wunschliefertermin angeben. Ihr seht, hier ist auch immer noch Eis drin, obwohl das schon relativ lange hier rumsteht. Wenn ihr HelloFresh selbst ausprobieren wollt, dann benutzt den Rabattcode HelloSuperSophia und dann bekommt ihr bis zu 120 Euro Rabatt und ein ganzes Jahr ein gratis Dessert zu jeder eurer Bestellungen. Alle Details findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Es ist jetzt Zeit fürs Essen und Leute, wir werden jetzt als erstes mal
sowas mit griechischem Salat und Hirtenkäse machen. Ich habe irgendwie richtig Bock drauf. Ist auch richtig frisch, weil Leute, das Wetter ist doch noch so gut geworden. Also ich hack das Wetter einfach gerade in Hamburg nicht. Mal scheint die Sonne, dann regnet es wieder aus Eimern und das Ganze irgendwie innerhalb von einer Stunde. Hier hinten sehen wir die einzelnen Arbeitsschritte. Das sieht auf jeden Fall auch sehr easy aus. Ich trinke übrigens jetzt auch noch so ein Proteinwater. Und das hier sind die Zutaten. Maybe I'm a bird. Leute, dieser Ofen ist wirklich mein absoluter Endgegner. Mir sind die Kartoffeln übelst verbrannt. Dabei sind die noch nicht lange drin. Ich habe mir zwar keinen Wecker gestellt, aber das dürfte eigentlich nicht passieren. Ich glaube, der wird einfach zu heiß. Das ist ja nicht normal. Jetzt müssen wir auch nur noch das Fleisch anbraten und dann sind wir fertig. Zeit für einen Taste-Test. Es sieht auf jeden Fall richtig lecker aus. Und übrigens, man hätte auch noch Knoblauch da reinpacken können. Aber ich habe es jetzt nicht gemacht, weil rohen Knoblauch, das riecht man extrem. Und ich bin nachher noch mit Madeline verabredet. Mhm, das ist echt lecker. Die Kartoffeln sind wirklich ein bisschen dunkel geworden. Ich glaube, sonst hätten die noch besser geschmeckt. Ich werde es mir jetzt erstmal schmecken lassen. Dann hole ich mir, glaube ich, noch so einen Cheesecake. Den gab es ja dazu. Dann muss ich noch Sachen am Laptop machen. Da nehme ich euch nicht mit. Ist ultra langweilig. Ihr kennt. Und dann gehen wir ins Kino. Der besagte Cheesecake ist am Start. Eigentlich viel zu schade, um ihn so aus der Hand zu essen. Guten Morgen, Party People. Heute ist der nächste Tag. Ich habe mich schon ein bisschen ready gemacht und in Sportklamotten geschmissen, wie ihr seht. Ich war gestern Abend noch mit Madeline unterwegs. Wir waren im Kino und wir haben den Film geschaut. It Ends With Us. Ich habe das Buch letztens dazu gelesen und ich muss sagen, ich weiß nicht. Also, ich habe versucht, es so zu schauen, als hätte ich das Buch nicht gelesen. Hat natürlich nicht funktioniert. Aber am Anfang hätte ich den Film, hätte ich das Buch nicht gelesen, so ultra verwirrend gefunden. Und mir ist so aufgefallen, dass in dem Film das gar nicht so krass rüberkommt, wie wenn man das Buch liest. Weil im Buch hat man alles, was in deren Köpfen vorgeht. Man weiß alle Gedanken, Gefühle und alles. Und im Film muss das ja über die Körpersprache so ausgestrahlt werden. Außer man hat irgendwie einen Erzähler dabei oder so. Aber das hat man ja meistens bei Filmen nicht. Ich war jetzt auch das erste Mal in dieser Astor Film Lounge in der Hafen City und es war wirklich schön. Das Problem ist, wir saßen in Reihe 1, weil nichts mehr frei war. Also wir hatten die Option Reihe 1 oder Reihe 2. Und dann meinte die Verkäuferin so, ja, also in Reihe 1 habt ihr aber Liegesitze. Und dann lagen wir da in Reihe 1 und haben diesen Film geguckt. Das war wirklich anstrengend. Das kann ich nicht empfehlen, Reihe 1. Reihe 2 ist, glaube ich, genauso blöd, weil da muss man ja die ganze Zeit so hochgucken. Aber naja, egal. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, das Buch zu lesen. Egal, ob ihr jetzt den Film schon geschaut habt oder nicht. Wie ihr seht, trocknet da hinten auch noch meine Bettwäsche. Die habe ich gestern auch noch gewaschen. Also ich war gestern richtig im Waschmodus. Ich habe mir jetzt auch erstmal einen Protein-Pouch gemacht. Hier mit natürlich Proteinpulver. Und dann habe ich noch Pfirsiche da drin und Passion Fruit. Es ist auch das letzte Obst, was ich zu Hause hatte. Also dieser Pfirsich ist auch schon echt so ein bisschen, ja, an der Grenze gewesen. Also ich hätte nicht länger warten können, ihn zu benutzen. Aber ich esse das aktuell wirklich sehr, sehr gerne. Also es hat so ein bisschen meine Bagel auch für den Daily gerade abgelöst, weil es einfach viel, viel schneller geht, to be honest. Und ja, jetzt werde ich erstmal ein paar Laptop-Sachen erledigen. Ich muss nämlich noch ein paar Sachen abarbeiten, wirklich ganz, ganz dringend. Und dann muss ich mal schauen, ob ich erst ins Gym gehe oder ob ich erst laufen gehe. Werdet ihr dann sehen. Ich werde mir das jetzt auf jeden Fall erstmal schmecken lassen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, direkt mal laufen zu gehen, damit ich mein Lauftraining direkt in der Tasche habe und dann können wir immer noch schauen, ob es mit dem Gym klappt oder nicht. Denn ich habe gesehen, dass heute auf meinem Marathonplan 8 Kilometer leicht und 6 Strides stehen. Das habe ich vorher auch noch nie so gemacht, denn ich habe jetzt meinen Marathonplan angefangen von meiner Uhr und die gibt mir dann auch verschiedene Workouts vor. Und das hier sind jetzt 8 Kilometer sozusagen Easy Run mit einer Easy Pace. Also ich sollte meinen Puls nicht zu hoch schießen, alles entspannt. Finde ich super heute, weil wir ja gestern auch ordentlich Beine trainiert haben. Deswegen, ich weiß eh nicht so. Nach dem Beintraining finde ich Laufen manchmal wirklich ein bisschen anstrengend. Also da muss man echt sehr auf seine Regeneration achten. Ich habe gestern auch ordentlich meine Beine dann ausgerollt mit einer Black Roll. Ich habe mich gedehnt. Also da gebe ich gerade sehr, sehr Acht drauf, weil ich ja jetzt so lange diese Schienbeinschmerzen hatte. Und das war ja unnormal nervig. Das hat mich wirklich sehr, sehr zurückgeworfen wieder. Beziehungsweise einfach rausgebracht. Aufwärmen 5 Minuten, Training 7 Kilometer und dann wiederholen 6 Mal. 20 Sekunden Schwellenwert-Pace. 4,52er Pace bis 5,25er Pace. Das ist
schnell. Also 5,25 kriege ich hin, dann wieder eine Minute ein bisschen langsamer, 6,45 bis 8 und dann wieder ein Kilometer, 6,45 bis 8 und dann abkühlen. Also ich finde das echt gut, dass das hier alles so aufgeteilt ist. Bin ich sehr gespannt. Ich mache gleich noch meine Uhr um und mein... ja, den muss ich aufladen. Ja, da muss ich heute ohne diesen Herzfrequenzmonitor laufen. Ich habe ja sonst hier öfter auch mal so ein Band und das misst auch den Puls und zwar genauer als die Uhr. Hier ist eigentlich der schlechteste Ort, um den Puls zu messen, habe ich mir sagen lassen. Und zum Beispiel, wenn man jetzt hier einen Gurt hat oder hier, das seht ihr vielleicht auch öfter bei so Runnern, dann wird es genauer gemessen und es macht wirklich Sinn, seinen Puls zu messen, wenn man sein Lauftraining oder sein Laufen verbessern möchte, weil man dann in den einzelnen Zonen trainieren kann und auch weiß, wie schnell der Puls ist. Also wenn ihr so richtig ins Laufgame einsteigen wollt, kann ich euch echt empfehlen, so ein Tracker, Laufuhr, Pulsmessgerät, irgendwie sowas zu holen. Und ihr wisst dann ja auch, wie lange ihr gelaufen seid. So, jetzt werde ich mir aber erstmal noch Elektrolyte machen. Nehme ich heute Energy oder nur Elektrolyte? Ich glaube, ich nehme heute nur Elektrolyte. Water. Elektrolyte. Ich liebe die einfach. Rein damit. Wenn ihr viel lauft, sind Elektrolyte auch key. Vermischen. Prost. Dann sehen wir uns gleich beim Laufen wieder. Wir sind jetzt am Laufen. Und die Uhr piept auf jeden Fall die ganze Zeit, wenn man zu schnell läuft. Das ist sehr, sehr gut. Wie ihr wisst, tendiere ich ja immer noch dazu, ein bisschen zu schnell zu laufen. Und dann hat man ja nicht so die Ausdauer. Ich muss jetzt zwischen 6,45 und 8 laufen. Bin jetzt bei 6,55. Also muss ich auch wieder ein bisschen langsamer werden. Es ist doch echt warm, muss ich sagen. Sieht gar nicht so aus, aber es ist warm. Versteht man mich? Es ist so windig. Aber jetzt haben wir den Salat. Ich habe voll die Seitenstiche und ich weiß nicht warum. Das hatte ich echt lange nicht mehr, aber ich glaube, es kommt davon, dass ich geredet habe. Deswegen habe ich es jetzt einfach kurz pausiert. Und dann zeige ich euch einfach nur mein Training so ein bisschen. Aber ich kann, glaube ich, nicht darüber reden. Heute nicht. Mal schauen, wie es jetzt weiterläuft. So, Freunde, ich sitze hier gerade auf einer Parkbank. Ich weiß gar nicht, wie ich aussehe. Wahrscheinlich ein bisschen durchgeschwitzt und ein bisschen durch. Weil ich bin jetzt 5,41 Kilometer gelaufen. Und irgendwas ist heute, dass ich das nicht schaffe. Ich bin ja noch nicht mal bei den Sprints und ich habe mich eigentlich voll gefreut, um mal zu schauen, wie das ist. Aber es ist mir schon direkt aufgefallen, dass mein Energielevel einfach ganz, ganz low ist. Ich glaube, mein Beintraining war gestern einfach ein bisschen zu hart, die Pause zu kurz, das Wetter ein bisschen zu warm. La la la. Oh mein Gott, es hört sich einfach so an, als wäre es die größte Ausrede. Aber Leute, ich habe es wirklich versucht. Ich habe ja sogar zwischendurch so ein paar Gehpausen gemacht, also wo ich so langsam gegangen bin. Und das mache ich sonst auch nicht beim Laufen. Und es ist nicht besser geworden, dann die Seitenstiche am Anfang. Ich habe überlegt, ob ich jetzt mich da durchquäle. Aber ich glaube, es macht heute einfach keinen Sinn. Deswegen bin ich jetzt mal heute in der Sicht ein Vorbild, dass ich sage, okay, wir brechen das jetzt einfach ab. Es gibt auch schlechte Trainingstage. Und dann wiederholen wir das, wenn wir besser regeneriert sind. Und ich werde jetzt auf jeden Fall langsam nach Hause gehen. Und dann werde ich direkt nochmal meine ganzen Waden ausrollen mit der Black Row. Und dann gibt es erstmal was Leckeres zu essen. Wir haben ja noch unser zweites Gericht, da freue ich mich schon drauf. Weil wenn ich jetzt noch irgendwie einkaufen gehen müsste oder so, gar keinen Bock. Deswegen, boah, ich fühle mich wie so, weiß ich nicht, alt. Ich fühle mich alt. Ich habe ja letztens Geburtstag. Vielleicht liegt das auch daran. Schaut mal, ich kann hier so einstellen, wie ich die Belastung wahrgenommen habe. Ich mache das mal so, weil ich fühle mich genauso wie dieser Smiley. Er müsste ja merken, dass ich es nicht durchgezogen habe. Ich bin wieder zu Hause. Ich würde euch ja echt so gerne sagen, dass ich mich besser fühle. Aber ich fühle mich immer noch so schlapp. Das ist nicht von dieser Welt heute, wirklich. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht enttäuscht bin, dass es heute nicht geklappt hat, weil ich hatte eigentlich richtig Bock auf diese Sprints. Aber wie gesagt, es war so vom ersten Moment an irgendwie komisch. Also note to myself und auch für euch, dass ihr auf jeden Fall überlegen solltet, eine längere Pause oder jedenfalls einen Tag Pause zwischen Leg Day und Sprints zu machen. Naja, ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch was zu essen machen und zwar das hier. Das ist ja das zweite Gericht, was wir jetzt hier noch haben. Mal gucken. Ach so, schau mal. Das ist aber praktisch, weil dann kann man alles so nebeneinander machen. Dann packt man die Kartoffeln als erstes rein. Ja, easy, dann kann ich mich sogar dabei nämlich duschen und fertig machen. Das passt perfekt. Also, das hier sind jetzt die Zutaten. Das kommt jetzt einfach dazu.
Hier habe ich jetzt schon die Pilze geschnitten. Die kommen ja gleich noch zum anderen Ofengemüse. Und jetzt machen wir hier einmal das Dressing für den Salat. Und was euch vielleicht schon aufgefallen ist, dass man so Öl, Salz, Pfeffer braucht. Aber das ist nicht in den Boxen dabei. Aber das hat man ja auch eigentlich immer zu Hause. Oh, das riecht einfach schon so gut. Den Salat kann ich jetzt auch einfach in diese Schüssel tun. Also ich habe irgendwie die ganze Zeit nur diese Schüssel benutzt und das Backblech. Das finde ich auch super. Gleich müssen wir noch das Steak anbraten. Und dann sind wir durch. Das hier ist jetzt das zweite HelloFresh-Gericht und ich finde, es sieht wirklich genauso aus wie auf dem Bild. Also außer, dass mein Steak nicht ganz so medium geworden ist, aber ich habe auch lange kein Steak mehr gemacht. Hier stand jetzt 35 bis 45 Minuten und das kommt auf jeden Fall hin. Und jetzt werden wir das auch probieren, denn wir müssen ja wieder einen Geschmackstest haben. Also erstmal das Fleisch. Mhm. Ich habe auf jeden Fall Bock, wieder öfter so Steak zu essen oder auch zu Hause zu machen, weil es schmeckt einfach so gut. Und dann habe ich hier den Blattsalat, Kartoffeln. Mit Kartoffelecken kann man auch nie was falsch machen. Und dann noch diese Haube aus Hirtenkäse und Tomaten. Auch richtig gut, auch mit den Kürbiskernen. Voll die nice Kombination. Ich habe jetzt hier mal versucht, alles auf eine Gabel zu bekommen. Crazy. Also auch mit diesen Kräutern und so ist es wirklich ein 10 von 10 Gericht. Und wie ihr seht, ich habe es noch nicht mal geschafft zu duschen währenddessen. Ich dachte ja, ich stelle es einfach hier in den Ofen und dann kann ich das da drin lassen und dann duschen währenddessen. Aber nee, das ging irgendwie alles so schnell. Da muss ich heute auf jeden Fall noch ein paar Sachen am Laptop machen, wie immer. Das ist ja immer relativ langweilig. So, Freunde, ich melde mich jetzt noch mal kurz bei euch. Leute, ich habe gerade einfach meine gesamte Wohnung umgestellt. Also nicht meine gesamte, aber hier dieses Zimmer. Ich habe diese Sideboards einmal dahin gemacht und da einmal diese Bilder hier drauf gestellt, um zu schauen, wie das aussieht. Ich wollte ja schon in Hameln, also schon richtig lange her. Ich glaube, habe ich es sogar schon vorher gekauft? Nee, ich glaube, in Hameln habe ich es gekauft. Wollte ich diese Leinwände mit so einer Strukturpaste fertig machen. Und wir machen das jetzt wirklich. Also nicht in diesem Vlog, aber im zweiten Umzugsvlog dann, weil eigentlich müsst ihr ja noch sehen, wie ich meine ganze Wohnung dekoriere. Ich habe schon ein bisschen was hier und da gemacht, so einfach, um mich ein bisschen wohnlicher zu fühlen. Aber das nehmen wir jetzt auf jeden Fall in den Angriff. Abonniert also gerne diesen Kanal, wenn ihr das nochmal sehen wollt und schaut euch unbedingt den ersten Umzugsvlog an. Der geht ja auch über gefühlt 2 Monate, dieser Vlog. Ich war jetzt noch ganz schnell bei Butni. Ich habe ein Paket abgegeben und dann dachte ich so, okay, ich schaue mal noch eben so ein bisschen vorbei. Und jetzt habe ich auch richtig nice Sachen gefunden und zwar, haltet euch fest, schaut euch das hier an. Nee, das ist so ein Duschregal und tatsächlich habe ich genau sowas gesucht, dass man das da so ranhängen kann. Mein Badezimmer ist relativ klein und die Dusche auch und dann hat man hier so trotzdem ein bisschen Platz, weil jetzt balanciere ich immer mein Duschgel auf diesen Wasserhahn und es fällt einfach fast jedes Mal runter. Also das kann mir auch keiner erzählen, dass irgendjemand das da stehen hat und es wirklich hält. Dann habe ich mir noch doppelseitiges Klebeband gekauft für die Bilder. Die können wir dann endlich mal befestigen. Solche Haken, auch fürs Badezimmer. Dann habe ich hier noch so Reinigungsmittel gekauft. Deo und hier so ein Setting Spray. Achso, den Topf habe ich mir übrigens auch gekauft. Und noch so ein Wischmopp. Der sieht auch echt richtig nice aus, ich muss sagen. Oh, Wischmopp 3000, ey. Ich glaube, jetzt habe ich euch auch genug zugelabert. Ich habe jetzt auf jeden Fall richtig Motivation, noch was an meiner Wohnung zu machen. Deswegen werde ich das Video an dieser Stelle hier beenden. Wir haben ja eher so über Ernährung, Fitness, Sport und so geredet. Und im nächsten Vlog, beziehungsweise nicht im nächsten, aber bald gibt es dann Umzugsvlog Nummer 2 und da geht es dann wieder komplett um meine Wohnung. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Vergesst auch nicht, in die Videobeschreibung vorbeizuschauen, um euch das HelloFresh-Angebot zu sichern. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!